Damit schauen wir auf die aktuellen Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts heute Vormittag. Seit gestern wurden 217.815 positive Tests registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.388. Die Hospitalisierungsrate steigt leicht auf 5,45. Außerdem meldet die Behörde 172 weitere Todesfälle. Rund 61,8 Millionen Menschen gelten als mindestens zweimal geimpft. Die Impfquote allerdings wird ja vom Robert-Koch-Institut nur montags bis freitags aktualisiert.